So, dann würde ich mal sagen, hallo, schönen guten Abend zum ESP-Tutorium Teil 2. Ja, also mal gucken. Ich denke mal, ihr hört mich, sonst würde ich hoffentlich was von euch hören oder geschrieben bekommen oder wie auch immer. Genau, schön, dass ihr da seid. Beteiligung wieder. Wäre halt cool, wenn ihr Fragen stellt. Wer mag, gerne mit Audio. Finde ich immer so ein bisschen schöne Interaktion. Aber schreibt auch gerne im Chat, wenn ihr Fragen habt. Oder wenn ich euch Fragen stelle und eine Antwort warte. Hat letztes Mal ganz gut geklappt. Insofern gucken wir heute. Sieht für mich nach einem relativ vollen Aufgabenblatt aus. Wir gucken mal, wie gut wir durchkommen. Genau, und weil letztes Mal irgendwie der Laptop in die Knie gegangen ist, deswegen gucke ich gerade noch ein Stückchen weiter nach rechts, leider häufiger weg von euch, weil ich dann jetzt den Desktop nehme für die ganze Aufzeichnungsgeschichte. Gut, dann schmeißen wir uns auch einmal komplett direkt rein. Die erste Aufgabe, es geht darum, Dezimalzahlen umzuwandeln. Also wir haben eine Dezimalzahl, die soll ins Dualsystem umgewandelt werden und in dem Fall das erste Mal mit dem Divisionsrestverfahren. Kann jemand von euch kurz was zum Divisionsrestverfahren sagen? Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Ja, also dividieren auf jeden Fall schon mal richtig. Ganz einfacher zu merken, Divisionsrestverfahren, man teilt durch die Basis des Zielsystems. Ja, das heißt, in dem Fall beim Divisionsrestverfahren würde ich durch 2 teilen. Und wenn wir dann hier die 176 nehmen würden, würden wir also sagen, wir nehmen 176, teilen das Ganze durch 2, dann kriegen wir ein Ergebnis raus. 176 durch 2 sind 88. Und eben schon richtig gesagt, wir haben dann jeweils einen Rest oder wir haben keinen Rest. In dem Fall ist es so, dass die 176 durch 2 genau die 88 ergibt. Das heißt, wir kommen auf einen Rest von 0 an der Stelle. Das ist der erste Schritt beim Divisionsrestverfahren. Wie würde ich jetzt weitermachen in der nächsten Zeile? Genau, ich nehme das, was. Achso, da gehört doch gar kein Gleich rein. Ich nehme das, was mein Ergebnis war, in dem Fall die 88, und damit rechne ich dann weiter. Das heißt, ich sage jetzt als nächstes, ich nehme 88 geteilt durch 2. Das ist noch relativ einfach. Das sind 44. Geht auch wieder genau auf. Ist Rest 0. Und dann nächsten habe ich dann also die 44 geteilt durch 2. Bin dann bei 22. Immer noch Rest 0. Und wenn ich 22 durch 2 teile, immer noch relativ langweilig, 11 Rest 0. Spannender wird es im nächsten Schritt. Geteilt durch 2 ist 5,5, also 5 Rest 1. Und dann hatten wir eben noch eine Frage über, nämlich wie lange mache ich das Ganze eigentlich? Wann höre ich denn damit auf beim Divisionsrestverfahren? Genau, also nichts mehr übrig. In der Regel ist es dann, beziehungsweise ich mache das einfach mal weiter, dann sehen wir das gleich. 5 geteilt durch 2 ist dann 2 Rest 1.
2 geteilt durch 2 ist 1, Rest 0. Und in der Regel ist dann die letzte Zeile ein 1 geteilt, oder 50, 0, 1 geteilt durch 2 ist gleich 0, Rest 1. Das ist eigentlich das, womit es dann immer aufhört. Und dann eben auch schon genau richtig gesagt. Wir müssen dann von unten nach oben ablesen. Das heißt, unsere Dezimalzahl, unsere Dualzahl wäre in dem Fall die 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Und weil so eine lange Kette immer etwas schlechter zu lesen ist, ist es immer ganz nett, nach vier, also jeweils alle vier Blöcke dann so eine kleine Leerstelle zu lassen. Gut. Das heißt, damit haben wir die Divisionsrestverfahren durchgeführt. Was so ein bisschen auch in der Aufgabe noch dazu kommt, ist, dass man noch Oktal- und Hexadezimalzahl dazu angeben soll. Wie kann ich das denn am geschicktesten machen? Wer erinnert sich, wie das in der Vorlesung gemacht wurde, von einer, ja, berechneten Dualzahl in von einer berechneten Dualzahl in Hexadezimal oder Oktal. Okay, man kann Dinge mit dem Hornerschema machen an der Stelle. Viel, viel einfacher. Ich habe Dualzahlen und ich soll jetzt einfach nur die Oktal- und Hexadezimalstellen angeben. Das Dreier- und Vierergruppen bilden. Genau. Also wir können Bits-Gruppierung machen. Noch mal ein bisschen Platz an der Stelle. Also wir können sagen, unsere 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, da können wir für eine Hexadezimal Vierergruppen bilden. Das ist jetzt natürlich relativ einfach. Und dann jeweils diese einzelne Vierergruppe nur umsetzen ins Hexadezimalsystem. Also was wäre jetzt die 1011? Hexadezimal, nee, was habe ich gerade gesagt? Hexadezimal, doch, Hexadezimal, genau. 1011. Können wir noch mal überlegen, wie war das mit dem Hexadezimalsystem? Das wäre B, tatsächlich richtig, genau. Für alle, die gerade noch mal so ein bisschen länger nachdenken mussten, ne? Es fängt ja an, 1 ist 1, dann 1, 0 wäre 2, 1, 1 wäre 3, 1, 0, 0 wäre 4, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0, 6, 1, 1, 1, 7. 1, 3, 0 sind wir bei der 8, 1, 0, 0, 1 die 9, 1, 0, 1, 0, 10, beziehungsweise im Hexadezimalsystem dann eben das A und 1, 0, 1, 1 das B. Und das Ganze geht natürlich dann so weiter, bis wir bei 4 Einsen sind, das wäre das F. Und wenn ihr euch da unsicher seid an der Stelle, was das jetzt gerade ist, dann kurz in Kladde einmal hinschreiben. Ich habe auch nicht unbedingt immer direkt im Kopf, was genau jetzt was ist. Wer sich es ein bisschen einfacher machen will, langfristig, kann vielleicht versuchen, sich zu merken, welcher Wert genau das A ist, dann kann man da auch etwas schneller rangehen. Aber genau, war eben schon richtig gesagt. 1011 ist das B. Und 4 mal die 0 bleibt natürlich 0. Das heißt, unser hexadezimaler Wert für die 176
ist B0. Und so, dann gucke ich nochmal, ich sehe noch die Fragen, da gucken wir gleich nochmal drauf. Oktal das Ganze. Dreiergruppen. Das war ja auch eben schon gesagt worden. So, aber jetzt habe ich erstmal die Frage, wie bilde ich denn jetzt diese Dreiergruppen? Gehe ich von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne? Richtig, genau, immer vom Komma aus. Wir haben zwar gerade keine Nachkommastellen, aber für beides gilt immer, dass wir vom Komma aus das Ganze machen. Das heißt, wir hätten die drei Nullen hinten. Davor wäre das 0, 1, 1. Und ich habe voilà, 0 und 1. Irgendwie habe ich jetzt nicht komplette Dreiergruppen. Ist das jetzt schlimm? Genau, also ich fülle im Zweifel, ich setze die mal so ein bisschen in Klammern, dass man sieht, dass diese 0 von uns dazugekommen ist. Ich fülle im Zweifel mit Nullen auf, auch hier wieder vom Komma weg in der weitesten Entfernung. Ich fülle die Nullen auf, um meine Gruppen voll zu kriegen, wenn ich das sonst nicht haben kann. Und gut, ich brauche jetzt gar nicht groß fragen, da habe ich schon, sehe ich schon die richtige Antwort. Also 0, 1, 0 ist natürlich die 2, 1, 1, 0 ist die 6. Und 0, 0, 0 ist die 0. Das heißt, unser Oktalwert an der Stelle wäre 2, 6, 0. Genau. Prüfen, ob man da sich irgendwie vertan hat, ist auch immer ganz gut. Wir sehen 2, 6, 0, also nichts höher als 7. Passt fürs Oktalsystem. Das sieht erstmal ganz gut aus. So, und jetzt war zwischendurch irgendwie nochmal die Frage: Divisionsrestverfahren zur Basis 3. Ja, dann würde man eben entsprechend durch 3 teilen. Kann das vom Prinzip her aber ähnlich durchführen. Kann natürlich sein, dass du dann höheren Rest kriegst. Ne? Dann kann der Rest dann 1 oder 2 sein. Und das mit dem Komplementär, die Frage verstehe ich an der Stelle gerade nicht. Worauf bezieht sich das mit dem Komplementär? Du meinst die Komplemente im Binärsystem, die es gibt? Das ist ein Thema, was an einer anderen Stelle wäre, eigentlich gerade nicht hier. Ganz am Ende haben wir nochmal das Thema Einer-Zweier-Komplemente auf dem Aufgabenblatt heute, falls das der Punkt ist. Für das Divisionsrestverfahren geht es aber tatsächlich an der Stelle darum, hier einmal die Zahlen, so zu machen. Also, wie gesagt, ihr achtet darauf auf dem Aufgabenblatt, dass euch da sehr genau vorgegeben ist, welches Verfahren ihr nutzen sollt. Auf späteren Aufgabenblättern oder auch teilweise in der Klausur ist manchmal freigestellt, welches man benutzt und dann könnt ihr das Verfahren nutzen, was euch am liebsten gefällt. Auf eine Sache möchte ich da noch hinweisen bei dem Aufgabenblatt. Und zwar gibt es da den Hinweis, dass die Dualzahlen 12 Vorkomma und 6 Nachkommastellen enthalten sollen. Was würde das für unsere Dualzahl bedeuten? Okay, wir müssen noch Nullen davor schreiben. Genau, 1, 2, 4 wären das dann. Genau, auch wenn wir gerade keine Nachkommastellen haben, müssen wir tatsächlich die Nullen dahinter bitte nicht vergessen. 6 Stück wären das in dem Fall. Natürlich ist das eine Dualzahl. Genau, also achtet darauf, manchmal, wenn da so kleine Dinge stehen wie so und so viel Vorkommastellen und so viel Nachkommastellen,
Das kann einerseits bedeuten, manchmal, dass ihr runden sollt, also dieses typische, ne, wann rundet man auf, wann rundet man ab. Das kann aber auch bedeuten, so wie hier jetzt an der Stelle, dass ihr noch Nullen ergänzen müsst. Kommt so ein bisschen daher, dass manchmal in der Zahlenrepräsentation irgendwie ein fester Bereich für Zahlen vorgesehen ist im Computer und dann gesagt wird, dann muss auch dann genau das ausgefüllt werden, damit man weiß, man hat immer genau diese Anzahl an Bits für eine Zahl. Okay, dann würde ich sagen, das war das Divisionsrestverfahren. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz auf mit Potenztabellen. Das hatten wir letztes Mal ja schon ein bisschen gemacht. Wie ging das denn jetzt nochmal, wenn ich da mit Potenztabellen das Ganze umwandeln soll? Okay, genau richtig. Wir gucken also, was sind die größten Potenzen, die wir nutzen können an der Stelle. Das heißt, wenn wir 176 haben, was wäre jetzt so die erste Potenz, die ich dann abziehen würde? Das wäre die 2 hoch 7, genau, oder auch die 128. Das heißt, ich ziehe einmal 128 ab und daraus kommt dann der Wert, ein bisschen viel Platz gelassen, der Wert 48. Ich mache den nächsten Schritt. Jetzt würde ich ja versuchen, die nächste Potenz abzuziehen. Das wäre die 64. Geht irgendwie nicht so ganz, ne? Was mache ich dann an der Stelle? Genau, also ich könnte jetzt sagen, ich fange gleich an mit dem nächsten da drunter oder ich sage eben einmal halt ganz bewusst, das ist dann halt null mal, das geht dann nicht. Dann vergesse ich auch nicht, dass ich dazwischen diese Potenz habe und dass ich die mit aufschreiben sollte am Ende. Unser Rest ist dann immer noch 48 und dann würden wir, wie eben schon richtig gesagt, sagen, nächstes Mal ziehen wir dann die 32 ab. Dann sind wir bei 16. Von 16 können wir natürlich die einmal 16 abziehen. Dann haben wir einen Rest von 0. Und jetzt könnten wir den ganzen Rest noch sauber aufschreiben. Bis wir am Ende halt 0 minus 0 mal 1 haben. So, und jetzt wissen wir ja, aus welchen Potenzen sich unsere Zahl zusammensetzt. Und wir können eben aufschreiben, unsere 176 besteht aus einmal 2 hoch 7. Plus 0 mal 2 hoch 6 plus einmal 2 hoch 5 plus einmal 2 hoch 4 und das andere halt jeweils 0 mal. So, ich tippe mal kurz. Und im Gesamten heißt das, dass unsere Zahl dann 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ist.
Hey, kommt mir bekannt vor. Haben wir wohl alles richtig gemacht. Die Nachkommastellen? Mit den Nachkommastellen müssen wir halt eben gucken. Wir wissen ja auch da wieder, was das für Werte sind. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Lass uns nachher nochmal auf die Nachkommastellen zurückkommen. Falls ich es vergesse, erinnere mich bitte dran. Erstmal die einfachen Zahlen, dass wir uns da ein bisschen dran gewöhnen. Weil das kommt tatsächlich relativ häufig immer mal wieder vor und ziemlich sicher, dass da auch Aufgaben zukommen in Klausuren und ähnlichem. So, wo war ich gerade? Potenztabelle. Genau, eine dritte Sache gibt es ja noch, die ihr machen sollt, nämlich das Ganze mit, oder das wollte ich noch gar nicht hinpacken, mithilfe des Horner-Schemas. Noch ganz grob eine Erinnerung an das Horner-Schema. Ja, genau, das ist eine gute Beschreibung, eine Darstellungsweise von Potenzfunktionen. Und es gibt dann entsprechende Definition zu, wo dann halt auch gesagt wird, ein Polynom, was halt so aussieht, das ist eine natürliche Zahl, irgendwas mal Polynom n-ten Grades plus noch viel mehr. Bis irgendwann dann zu Grad 2, Grad 1 und Grad 0. Das kann man auch anders definieren, dass man das entsprechend so lustig umschreibt in das Ganze. Ich meine, das war, glaube ich, auf dem Aufgabenblatt 1. Was heißt das jetzt für uns eigentlich, wenn wir eine Zahl im Dezimalsystem angucken? Na, also wir können ja auch sagen, wir haben irgendwie so die Zahl 1, 2, 3. Das ist ja im Dezimalsystem eigentlich nichts anderes, als wenn ich sage, hier ganz hinten die 3, das sind ja die, sagt man auch immer, die Einer. Ja, das ist ja auch nichts anderes, als wenn ich sage, ich habe jetzt mal 3 mal 10 hoch 1. Und davor die Zehner, also die 2, ist nichts anderes, als ich habe 2 mal 10 hoch. Was mache ich eigentlich gerade? Das erste ist natürlich 10 hoch 0, das zweite ist 10 hoch 1. Sonst wäre das jetzt irgendwie falsch. Das sind ja die Zehner, das andere die Einer. Plus dann eben einmal 10 hoch 3. Das heißt, auch eine Zahl im Dezimalsystem ist für uns tatsächlich relativ schnell ja eigentlich in der Potenzschreibweise darstellbar. Da müssen wir sogar nicht mal lange nachdenken. Und jetzt könnte ich halt eben sagen, okay, ich habe hier ein relativ hohes x. Das wird hier irgendwie dann umgesetzt, das Ganze. Es ist dann nicht mehr das x, sondern nur noch die entsprechende Zahl. Und hat einer eine Idee, in welche Richtung ich das jetzt umschreiben könnte? Also was wäre dann die 123 in der Schreibweise des Horner-Schemas? Fast. Einer zu weit. Vom Anfang genau richtig. Wir haben die einmal 10. Fangen also quasi hier an. Plus 2. Das ist dann das nächste. Also wir brauchen hier gar nicht mehr schreiben, wie hoch das Ganze ist. Wichtig ist nur, dass es einmal 10 irgendwas war. Dann plus 2 aus dem nächsten Step.
Die 2 muss ja mit der 10 mindestens einmal multipliziert werden. Okay, also müssen wir das machen. Gleichzeitig fehlt uns ja aber auch eine. Warum habe ich da eigentlich hoch 3 geschrieben? Ich bin ja total daneben gekommen. Es tut mir echt leid. Das muss ja nur eine hoch 2 sein. Genau, also das heißt aber, dieses einmal 10 reicht ja noch nicht, weil wir müssen auf 10 hoch 2 kommen. Das heißt, wir müssen das, was wir jetzt in der Klammer haben, nochmal mal 10 nehmen. Und dann als nächsten würden wir uns den nächsten Teil nehmen. Sagen, okay, das ist irgendwie 3 mal das Ganze plus 3 mal, na gut, und 10 hoch 0 ist halt eben die 1, da müssen wir keine 10 mehr schreiben. Hätte ich jetzt höher angefangen, hätte ich angefangen mit 10 hoch 3 plus 2 mal 10 hoch 2 plus 3 mal 10 hoch 1 plus vielleicht nochmal irgendwas 10 hoch 0, dann würde ich jetzt ja quasi genau das machen, wo du erst schon gerade eben überlegt hattest. Dann würde ich klammern, würde ich weitermachen, würde hier wieder sagen, okay, das ist mal 10 plus Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. So, also, insofern direkt von vorne nach hinten einfach ablesen das Ganze und achtet eben darauf, dass ihr für den, die letzte Potenz, dass ihr da dieses Mal 10 nicht nochmal braucht. Okay, das Ganze können wir natürlich auch mit der 176 machen. Und ich bin jetzt mal gerade faul, ich mache mal kurzes Copy-Paste an der Stelle. Tausche mal nur die Zahlen aus. 1, 7 und 6. So, weil wir wollen jetzt diese Zahl auch ins Dualsystem umwandeln, nochmal, weil es so schön ist, diesmal aber halt eben mit Hilfe des Horner-Schemas. Und der erste Schritt ist da halt eben, bringen das Ganze ins Horner-Schema. Was ist denn jetzt der zweite Schritt? Wer erinnert sich daran, wie das dann weitergeht? Ich will eine Zahl mit Hilfe des Horner-Schemas von Dezimal ins Dualsystem umwandeln. Richtig. Wir würden jetzt einmal die Komponenten ins Dualsystem wandeln. Komponenten, also das, was wir hier gerade an Zahlen haben in unserer Darstellung im Horner-Schema. Und dann einfach ausmultiplizieren. Das heißt, wir fangen an. Wir haben die 1. Das ist auch eine 1 im Dezimal, nee, 1 im Dezimalsystem ist auch eine 1 im Dualsystem. Wir haben die 10. 10 im Dezimalsystem. Die hat dann den Wert 1010 im Dualsystem. Wir haben die 7 im Dezimalsystem. Die hat den Wert 111 im Dualsystem. Und wir haben noch die 6 im Dezimalsystem, was dann der Wert 110 im Dualsystem wäre. Und als drittes, wir multiplizieren und addieren dann das Ganze. Dann können wir das bei der Gelegenheit nämlich auch noch mal schön üben. So. Ich mache mal ein bisschen Platz, sonst wird das hier gleich eng. Also, wir multiplizieren und wir addieren. Was hatten wir gesagt? Wir haben 1 mal 10. Das heißt, ich multipliziere als erstes einmal 1, 0, 1, 0. Das ist noch relativ simpel.
kommt halt wieder 1-0, 1-0 raus. Was würde ich jetzt also als nächstes dann machen? Nächster Schritt. Na, wir addieren. Das haben wir abgearbeitet. 1 mal 10. Jetzt müssen wir das plus 7 machen. Also plus 1, 1, 1. So, wie funktionierte das jetzt mit der Addition im Dualsystem? Genau, 0 und 1 ergibt 1, 1 und 1 ergibt 0 mit einem Übertrag von 1. Und wir gehen, genau richtig, wir gehen von hinten nach vorne durch. Im Prinzip genauso, wie wir es aus dem Dezimalsystem kennen. Das heißt, 0 und 1 ergibt 1, 1 und 1 ergibt 0 mit einem Übertrag von 1. Ich lasse den hier gerade mal weg, sonst wird es unübersichtlich. Wir merken uns also, wir haben hier den Übertrag 1 plus nochmal die 1 dazu. Heißt wieder, voilà, wir haben 0 plus den Übertrag von 1. Auf der Stelle davor haben wir oben die erste 1 von der 1, 0, 1, 0 plus den Übertrag von 1, den wir uns gerade merken. Das heißt, wir haben schon wieder 0 mit einem Übertrag von 1. Wir haben nichts weiter davor. Das heißt, wir haben auch die 1, die wir davor setzen können. Und unser Ergebnis ist dann 1, 0, 0, 0, 1. Genau. Nächster Schritt. Ja. Wenn du hier, ich glaube, dein Beispiel ging in die Richtung, wenn wir quasi hiermit anfangen würden, ne? Dann hätten wir quasi 1 und 1 wäre 0 mit einem Übertrag von 1 auf die zweite Spalte. Dann hätten wir hier 1 plus 1 plus Übertrag 1. Was halt im Endeffekt, ja, Ergebnis wäre dann ja dual 1, 1, hieße, wir haben einen Übertrag von 1, weil wir über das rüber sind, über den Wert 1. Und gleichzeitig würden wir hier eine 1 dann hinschreiben, weil wir nur einmal einen Übertrag erzeugen. Gerne. Ich meine, es gibt zwei verschiedene Schreibweisen, die immer mal wieder genutzt werden. Glaube, ihr habt, jetzt will ich nicht die falsche nehmen, aber ich meine, ihr müsstet die untereinander stehen haben im Zweifel. Gucken wir mal, wir machen mal eine extra Übertragszeile. So, mit dem Ü sage ich also deutlich, dass das jetzt hier um meinen Übertrag geht. Und ich fange wieder von hinten nach vorne an. 1 und 1 ergibt eine 0 mit dem Übertrag von 1. Nee, du wolltest noch mehr Übertrag haben, oder? Was bei einer höheren Ganzen. Also gut, ich schreibe das eine jetzt trotzdem einmal zu Ende, dann haben wir das hier. 1, 1 und 1 ergibt quasi, ich habe hier die 1 plus den Übertrag, der hier kommt.
Dann habe ich 0 plus 1 plus meinen Übertrag 1. Das heißt, ich habe wieder eine 1 und im Übertrag und die 0 als Ergebnis. Dann habe ich 1 plus 1 ergibt mir 1 im Übertrag und eine 0 im Ergebnis. Und durch den Übertrag, den ich hier oben habe, kommt noch die 1 davor. Bitte um Verzeihung für das ganze Hin- und Hergeschiebe. Das ist immer so ein bisschen nervig beim Tippen. Gut, das waren jetzt die einfache Variante. Dann habe ich nur die entsprechenden Überträge so. Ich glaube, du wolltest noch ein bisschen weiter, dass wir noch mehr Übertrag haben, oder? Ja, das könnt ihr. Wir nehmen mal keine Ahnung. Nehmen wir mal das. Mal gucken, was dabei rauskommt. Gut, wir fangen an. Wir haben drei Einsen übereinander. Das heißt für uns, wir haben 1, 1 und nein, doch, ja, 1 und 1. Wir haben als Ergebnis eine 1, die wir behalten, aber wir haben auch einen Übertrag von 1. Und jetzt wird es halt eben spannend an der Stelle, weil wir haben 1 und 1 ergibt schon mal 1, 0, 1, 1. Und jetzt haben wir eigentlich 1, oh Gott, genau, also 1, 1, 1, 0, 1, 1 haben wir. Plus nochmal die 1 drauf. Ist ja 1, 0, 0. Das heißt, ich könnte an der Stelle beispielsweise sagen, der Übertrag ist dann nicht direkt an der Stelle vor mir, sondern er ist zwei Spalten weiter vorne. Ne, weil 1, 0, 0 heißt ja, der ist weiter vorne. Und die 0 würde ich hier unten hinschreiben. Und dann habe ich die 0, 1, 1. Das ergibt mir hier einen Übertrag von 1 plus ein Ergebnis 0 auf der dritten Stelle. Jetzt habe ich das Problem, jetzt habe ich eben schon einen Übertrag da reingeschrieben. Ich könnte theoretisch auf den Übertrag drauf addieren, ergibt aber vielleicht nicht so viel Sinn oder ich komme damit durcheinander. Und ich könnte dann sagen, ich mach eine neue Zeile entsprechend für den Übertrag. So, das ist die eine Variante. Hat natürlich das Risiko, dass, also man kann das halt einzeln lesen. Das Risiko ist natürlich, dass jetzt jemand denkt, oh, das ist ja ein Übertrag von 1, 1. Insofern gibt es genauso auch die Varianten, die ich gesehen habe, dass man halt sagt, dann habe ich an der Stelle halt einen Übertrag von 1, 0 und schreibe die übereinander da rein. Warum wurde der Übertrag um zwei Stellen nach vorne verschoben? Vielleicht entweder habe ich mich verrechnet oder. Nee, also der Übertrag, genau, das war hier, weil wir haben hier die vier Einsen gehabt auf der
zweiten Spalte, was ja eben im Endeffekt zweimal einen Übertrag gibt. Zweimal einen Übertrag heißt, dass wir wissen, dass er auf der nächsten Stelle eh wieder weitergeschoben wird. Das heißt, ich hätte ihn hier jetzt irgendwie mir da hinschreiben können, aber ich weiß, er geht noch weiter nach vorne. Im Endeffekt ist das eben eine andere Art von Darstellung. Wenn ich die 1 und 1 untereinander habe, sind das quasi zwei einzelne Einsen, die ich jeweils als Übertrag mir einzeln notiert habe. Und ich kann dann weiter von oben nach unten durchzählen. Und jetzt, ich glaube, ich bin jetzt in der ersten Spalte. Ich muss gerade um Verzeihung bitten, das ist ein bisschen schwierig hier gerade zu sehen. Ich glaube, hier vorne. Ich kann dann jedenfalls runterzählen. Ich habe hier 1 plus 1 plus 1 und kann dann einfach wieder zusammen addieren. Das ist halt so der Vorteil, wenn man die einzeln notiert in dem Ganzen. Genau, was wir auch hätten machen können. Oh Gott, ich will euch gar nicht so verwirren eigentlich mit dem ganzen Zeug. Ich hätte vorhin bei dem 1-0 natürlich auch bewusst das so schreiben können. Nee, 1-0. Jetzt einen runter. Mal wieder von vorn. Da ist der eine Übertrag. Dann hatten wir ja das 1-1-1. Das war der 1-0-0. Dann hätte ich den mir so eintragen können, den Übertrag. Damit klarzumachen, dass der weiter nach vorne geht. Das wird eigentlich immer komplizierter. Also persönlich finde ich es immer am schönsten, wenn man die Einsen möglichst einzeln setzt, weil man irgendwann sonst ganz durcheinander kommt, was man macht. Gibt das so ein bisschen Sinn für euch? Okay. Genau. Es ist relativ selten, dass ihr so Probleme habt mit diesen Überträgen. Kommt aber im Aufgabenblatt vor. Insofern schreibt ruhig sonst gerne dazu, wie ihr das Ganze, also kleine Anmerkungen dann irgendwie schreiben, so hier Überträge sind als einzelne Einsen gesetzt oder so. Stimmt das natürlich hier gerade überhaupt nicht, die Rechnung. Ich will die einmal nochmal schön zu Ende machen, weil sonst mache ich mir hier Sorgen, dass es nachher falsch angekommen ist. Also 1, 1, 1 ist 1 mit einem Übertrag 1. Dann haben wir 4 Einsen. Ergibt uns zweimal einen Übertrag. Mit einer 0. Dann haben wir auf der dritten Stelle auch wieder das gleiche. Wir haben zwei Überträge, die wir kriegen, und die 0. Halt, und an der Stelle, auf der vierten Stelle, haben wir dann drei Einsen und eine 1. Dann müsste das unser Ergebnis an der Stelle sein. Gut. Rein prinzipiell, wenn man es handschriftlich macht oder mit anderen schönen kleinen Dingen, könnte man natürlich auch eine kleine 1-0 reinschreiben, und jetzt wird es immer komplizierter. Aber ich hoffe, ihr tut euren Übungsgruppenleitern das nicht an, handschriftlich abzugeben. Das ist die Hölle, Texte zu entziffern. Ich wollte eigentlich gerade auch, wir waren ganz woanders, wir waren nämlich dabei beim Horner-Schema. Insofern gucke ich mal, dass ich das hier rechts einmal wieder wegkriege.
Da hat er einen Teil kopiert, aber nicht alles. Denn wir brauchen Platz fürs Horner-Schema. Was war jetzt der nächste Schritt, den wir machen mussten, damit wir beim Horner-Schema unsere Berechnung weiterführen? Genau, das Mal, da waren wir als nächstes. Wir hatten gerechnet 1 mal 1, 0, das war das hier oben, hat das Ergebnis 1, 0, 1, 0 gegeben. Dann haben wir, nee, halt, das da. Dann haben wir plus 7 gemacht, das ist der Teil hier, zusammenaddiert. Und als nächstes ist damit dann mal 1, 0, 1, 0 dran. Und die schöne Frage ist, wie funktioniert denn jetzt eigentlich die schriftliche Multiplikation im Dualsystem? Genau. Wir gehen schrittweise durch, genau wie im Dezimalsystem. Das ist eigentlich immer ganz schön. Wir würden bei der 1 anfangen und würden dann die 1, 0, 0, was sind das, 3, 0 und die 1 nach links schreiben. Dann würden wir in die nächste Zeile gehen, mit der 0 angefangen. 0 mal irgendwas ist natürlich 0. Insofern ist da nichts weiteres. Wir gehen in den nächsten Schritt. Und dann haben wir nochmal die 1, 0, 0, 0, 1. Und nochmal die 0 darunter. In der Regel dürfen wir auch, wenn wir so komplette Nullzeilen haben, sie weglassen. Ihr könnt sie schreiben, damit ihr euch nicht beim Abstand vertut, ne, dass ihr irgendwie zu weit schiebt oder zu kurz schiebt. Ist aber an sich eigentlich auch in Ordnung, die ja, wegzulassen. Wie auch immer, muss man halt eben schauen, was schöner ist oder was nicht schöner ist. Ich schreibe sie mal komplett mit rein. Und dann müssen wir natürlich, wie bei der dezimalen Multiplikation, einmal addieren. Gut, wir haben eben schon addiert. Insofern ist das jetzt hier kein Hexenwerk. Das können wir einmal schnell machen. Wir haben von hinten die 0, wir haben davor die 1. Davor haben wir eine 0 in der dritten Spalte, eine 1 in der vierten. Dann kommt eine 0, dann eine 1, dann wieder eine 0 und dann nochmal eine 1. Also das heißt, ich sollte auf diese Zahl gekommen sein. Außer wir haben uns vertan oder ich habe mich zu Hause irgendwo verrechnet. Und wir sind natürlich noch nicht fertig. Wir haben jetzt gerade den Schritt hier getan, mal 10. Das. Jo, bitte. Du kannst prinzipiell auch ins Hexadezimalsystem gehen damit. Macht nur noch weniger Spaß. Habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also in der Regel ist es halt eben dieses, man macht das zwischen Dual- und Dezimalsystem die ganzen spannenden Geschichten und die vielleicht etwas komplexeren Verfahren, weil es ist schon jedem Dozenten, den ich erlebt habe über die Jahre, wo ich das mache, ist schon irgendwie klar, dass das Horner-Schema nicht unbedingt das eingängigste ist.
Und Richtung Hexadezimal und Oktalsystem, diese Sachen ist dann eher, dass man dann halt Sachen nehmen soll wie Potenzverfahren oder halt durch Bitgruppengruppierung. Ich kann natürlich nicht, ne? Versprechen kann ich es euch nicht, weil ich kann nur sagen, wie es immer war. Und das ist jetzt nicht wie dieses in der Schule, wo der Lehrer da vorne steht und sagt, nein, ich weiß es nicht, sondern ich weiß es halt tatsächlich immer nicht. Ich will auch immer bewusst, und das sage ich auch ganz deutlich, ich will immer bewusst nicht wissen, wie die Klausur aussieht in jedem Jahr, weil wenn ich was wüsste, müsste ich eventuell irgendwas nicht sagen und das finde ich immer besser, wenn ich nichts weiß, weil dann kann ich alles sagen oder so oder mehr sagen. Gut, wir sind aber noch nicht fertig. Wir sind 10, 10, 10, 10, 10. Wir müssen noch die 6 addieren. Wir mal ein bisschen gucken, dass wir sonst, wir wollen ja nicht um 23 Uhr noch hier sein. Das war die 1, 1, 0. So, natürlich schöner, das besser in die nächste Zeile gleich zu machen. Dass ich die Zahl jetzt nochmal wiederholt habe, ist nur dann eben zur Übersicht. Ansonsten würden wir unten drunter schreiben. Nicht, dass irgendwer anfängt. Jessica hat das aber so gemacht im Tutorial. Nein, ich habe das nur gemacht, weil das hier sonst eng wird. So, die 1010 dazu, die 110 dazu. Und kurz einmal von hinten das Ganze wieder aufsummieren. 0 plus 0 ist 0. 1 plus 1 ist 0 mit einem Übertrag von 1. Übertrag 1 plus 1 ist 0 mit einem Übertrag von 1. 1 plus Übertrag von 1 ist 0 mit einem Übertrag von 1. 0 plus 1 ist also 0 plus unser Übertrag 1 ist dann die 1. Jetzt müssten wir hier sein. Die 1 ziehen wir runter, die 0 und die 1. Das heißt hier noch die 1, 0 und die 1. Und das sieht wieder so aus wie das, was wir schon kennen. Das ist immer dann ganz gut. Solange man immer die gleiche Zahl hat, dann hat man wenigstens die Sicherheit, dass es richtig ist. Gut. Das war Horner Schema. Dann. Genau, also für das Horner-Schema eben einfach nicht irgendwelche Ängste haben oder so. Einfach immer dran denken, so eine 176 im Dezimalsystem ist eigentlich nichts anderes als eben mit den Potenzen aufgebrochen auf mal 10 hoch 2, mal 10 hoch 1, mal 10 hoch 0. Und dann lässt sich das entsprechend halt auch entsprechend umschreiben. Wenn es vom Dezimalsystem woanders hingehen soll, dann eben dran denken, dass das gewandelt werden muss. Das werden wir gleich oder später nochmal genau umgekehrt machen. Vom Dualsystem ins Dezimalsystem, da entfällt dieser Prozess, dass wir unsere Komponenten umwandeln müssen, dankenswerterweise. Aber zuerst hatten wir, glaube ich, noch Fragen in Richtung, wie sieht das aus mit Kommazahlen? Und insofern die 6,75 Dezimal in Dual umgewandelt. Mithilfe von Potenztabellen. Wir kennen das, wie es ja eben anfing. Na, was haben wir gemacht? Wir haben 6,75 minus höchste Potenz, die wir nutzen können, ist die 4. Und dann haben wir den Rest, der in dem Fall 2,75 wäre. Und bevor ich jetzt weitermache, wäre halt die Frage, wie gehe ich denn jetzt eigentlich weiter mit den Kommazahlen um? Ich würde es als nächstes ja mit einmal zwei weitermachen und dann am Ende, wie mache ich das jetzt dann mit den Kommazahlen? Wie geht das dann weiter?
Genau, ich mache dann im Endeffekt mal einmal 0,5, einmal 0,25, einmal 0,125 und so weiter, solange ich das brauche, beziehungsweise ich gehe halt dann einfach mit den Potenzen genau dann weiter, so lange, bis ich hoffentlich fertig bin. Das heißt, mein nächster Schritt wäre 2,75 minus einmal 2 ergibt einen Rest von 0,75. Dann haben wir den Schritt 0,75 minus 1, nein, minus 0 mal 1. Ergibt uns den Rest von immer noch 0,75. Nächster Schritt wäre dann 0,75 minus einmal 0,5. Das können wir ja wieder abziehen. Also da sind wir jetzt bei unserer 2 hoch minus 1 angekommen. Das heißt, wir haben einen Rest von 0,25. Und 0,25 minus 1 mal 0,25 ergibt uns einen Rest von 0. Und daraus können wir jetzt die Potenzen ablesen. Wir fangen wieder mit der größten Potenz an. Das heißt, wir hätten 1, 1, 0. Da müssen wir aufpassen. Ne? Das war hier so die einer Stelle. Das heißt, danach kommt das Komma. 1, 1, 0, Komma, 1, 1. Okay, so weit, so gut. Das also für mit Kommazahl mit Potenztabellen. Das andere, was wir hier haben können, ist, dass wir die 6,75 haben. Und wir sollen das Ganze nicht mit Potenztabellen machen, sondern mit dem Divisionsrestverfahren. Wie funktioniert das denn jetzt mit dem Divisionsrestverfahren? Ja, das ist erstmal die Frage. Okay, wie komme ich darauf, dass hier genau das Komma ist? Kann das vielleicht mal jemand anders beantworten, der das verstanden hat, wie ich auf das Komma komme? Richtig, genau. Also, das Ganze ist ja hier. Das erste ist die Potenz hoch 2, dann habe ich die Potenz hoch 1, dann habe ich die Potenz hoch 0. Und hier in der vierten Zeile bin ich bei meinem 2 hoch minus 1. Das ist dann auch genau die Stelle, wo ich quasi auf die Nachkommastellen wechsle. Das heißt, da, wo ich anfange, das erste Mal 2 hoch Negatives zu machen, da muss dann auch das Komma davor dann sitzen. Beziehungsweise nach dem 2 hoch 0 ist eigentlich das Komma. Wir hatten vorhin, da hatten wir halt einfach keine Nachkommastellen. Aber trotzdem war halt unser letzter Schritt hier unten. Machen wir das mal dahin. Unser letzter Schritt hier unten war ja dieses, ich mache das mit 0 mal 2 hoch 0. Ja, also theoretisch wäre halt hier hinter, kann ich auch sagen, hier ist das Komma. Ich habe halt nur keine Nachkommastellen an der Stelle. Das bei der Frage geholfen? Okay. Dann. Okay, jetzt also dann nochmal zu meiner Frage, aber wieder zurück. Wie mache ich das jetzt mit Nachkommastellen oder Zahlen mit Komma mit dem Divisionsrestverfahren, wenn ich umwandeln will?
Fast richtig. Aber auf eins muss man aufpassen. Also es ist richtig, wir brauchen für Komma-Zahlen mit Divisionsrestverfahren müssen wir auch multiplizieren. Aber wir multiplizieren nicht alles. Was multiplizieren wir genau? Genau, nur die Nachkommastellen. Also das heißt, wir trennen das Ganze. Getrennt nach den Vor- und Nachkommastellen. Das, was wir vor dem Komma haben, ist relativ simpel. Machen wir genauso, wie wir das schon kennen. Also 6 durch 2 ist gleich 3 Rest 1. 3 geteilt durch 2 ist gleich 1 Rest 1. Nee, warum habe ich da oben Rest 1 geschrieben? Zu schnell. 6 durch 2 gleich 0, 3 Rest 0. 3 durch 2 gleich 1 Rest 1. 1 durch 2 ist gleich 0 Rest 1. Das sind die Vorkommastellen. Da also ganz normal Division. Für die Nachkommastellen gilt jetzt aber eben, wir haben 0,75. Das multiplizieren wir mit der Basis von unserem Zielsystem, also der 2-Fis-Dual-System, sagen hier 0,75 ist 1,5. 1,5 heißt also, wir haben was vor dem Komma, das heißt, wir haben den Rest 1 und die 0,5 ist das Ergebnis der Berechnung. Ja? Also für die Nachkommastellen 0,75 mal 2 ist gleich 1,5, aufgeschrieben als das, was wir dann vor dem Komma haben, ist Rest 1 und 0,5 ist dann über. Und nächster Schritt ist dann 0,5 mal 2 gibt uns 1,0. 1,0 heißt, wir haben ein Ergebnis von 0 mit einem Rest von 1. Das ist dann ähnlich wie bei den Vorkommastellen, wo wir aufhören mit 0 Rest 1, hören wir hier auch auf bei einem 0 Rest 1. Jetzt haben wir berechnet das Ganze. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie lesen wir daraus jetzt unsere Dualzahl ab. Genau. Vor dem Komma lesen wir von unten nach oben ab, hinter dem Komma von oben nach unten. Oder ihr könnt euch das auch einfach daran merken. Es geht ja darum, wir fangen ja, wenn wir Potenzen haben, wir haben hier 2 hoch, gucken im Prinzip auf 2 hoch 2, auf 2 hoch 1, auf 2 hoch 0. Das heißt, wir hätten hier, das ist die erste Stelle vor dem Komma. Nee, andersrum. Ach, jetzt bringe ich mich selber durcheinander. Also am einfachsten, wie gesagt, von unten nach oben bei dem vor dem Komma und von oben nach unten hinter dem Komma. Auf jeden Fall merkt euch das, dass das unterschiedlich ist. Ja? Und wenn ihr euch unsicher seid, dann könnt ihr ganz einfach sagen, dann macht ihr einmal Divisionsrestverfahren mit 2. Ja, also weil ich weiß selber, in der Klausur ist man dann vielleicht manchmal auch in Panik und aufgeregt und nein, ihr seid nicht in Panik, glaube ich nicht. Aber vielleicht aufgeregt so. Und dann weiß man jetzt nicht, um Gottes Willen, wie rum lese ich das denn jetzt ab? Und dann kann man halt immer überlegen, gibt es etwas, wie ihr ganz schnell die Aufgabe und den Sinn des Ergebnisses prüfen könnt, ohne dass ihr die ganze Aufgabe rechnet? Und dann könnte ich jetzt halt sagen, okay, dann mache ich halt eben Divisionsrestverfahren ganz schnell mit 2 geteilt durch 2, denn ich weiß, was das für ein Wert ist. Das muss 1, 0 sein. 2 geteilt durch 2 wäre halt gleich
null Rest ab. Ich bringe mich selber durcheinander. 2 geteilt durch 2 ist 1 Rest 0. Und 1 geteilt durch 2 ist dann 0 Rest 1. So, und dann hätte ich hier oben die 0, hätte hier die 1 und dann weiß ich, okay, muss ja 1, 0 rauskommen, also muss ich von unten nach oben ablesen. Nur so als kleiner Tipp, wie man dann eben, wenn man durcheinander kommt, sich auch immer noch mal wieder behelfen kann. Das heißt, unsere Zahl ist hier wie oben natürlich 1, 1, 0,11. Und prinzipiell, das habe ich eben zwischendurch einmal schon mal weggelassen, Angabe in Oktal- und Hexadezimalzahl. Wie ist denn das mit der Bits-Gruppengruppierung nochmal gewesen? Genau, Hexadezimal Vierergruppen, Oktal Dreiergruppen. Was wäre dann jetzt die, ja, machen wir mal Oktal, was wären meine Bitsgruppen? Wie würden die dann aussehen? Okay, wir würden bei Oktal würden wir hinter dem Komma das Ganze so ergänzen. Und ich habe auch hier zwischendurch schon gesehen, also es geht genau, es geht vom Komma aus. Das heißt, wenn ich jetzt Hexadezimal nehmen würde, dann habe ich die 110 vorm Komma. Und ich darf jetzt nicht sagen, hey, ich gehe weiter, ne? So, sondern ich muss die 0 davor nehmen, denn ich gehe immer vom Komma aus. Ich betrenne bei der Bit-Gruppengruppierung und der Umwandlung damit, dann betrachte ich das eben auch getrennt nach Vor- und Nachkommastellen dadurch. Dann wäre das 1, 1, in dem Fall 2 Nullen dahinter. Gut, und 1, 1, 0, das wissen wir, das war die 6. Das heißt, Oktal ist unser Wert 6,6. Und Hexadezimal, gut, 6 ist auch einfach. 1100, das wäre dann der Wert C. So, ich weise an der Stelle jetzt noch sicherheitshalber einmal darauf hin, dass ich bei dem ganzen Berechnen zwischendurch jetzt einmal wieder ignoriert habe, dass im Aufgabentext steht 12 Vorkomma und 6 Nachkommastellen für die Dualzahlen, die ihr umrechnet. Daran bitte dran denken. Das hatten wir vorhin ja schon einmal durchgesprochen. Gut. Gibt es an der Stelle noch Fragen für diese Umrechnungsverfahren an der Stelle? Ansonsten haben wir uns so viel jetzt mit der Richtung Dezimal nach Dual beschäftigt. Manchmal hat man es aber ja auch oder auch häufig genug. Wir haben eine Dualzahl und wir wollen wissen, was steckt da eigentlich für eine Dezimalzahl hinter? Das hatten wir schon. Und zwar können wir uns neben die Zahl 1100,1 mit Potenztabellenberechnung. Wir wollen eine Dezimalzahl daraus kriegen. Wie würde ich das jetzt angehen? Was wäre das dann? Okay, also tatsächlich dürfen wir bei den Potenztabellen, wenn wir eine Potenztabelle nutzen und wir wollen von Dual in Dezimal gehen, genau, ich sehe da auch im Chat die entsprechende Antwort, wir brauchen gar nicht viel Berechnung machen oder doch schon auch Berechnung, aber wir würden halt eben anfangen, wir haben unseren Wert und würden die entsprechenden Potenzen uns einmal aufschreiben. Das heißt, wir hätten hier die einmal 2 hoch 3 wäre das dann an der Stelle, plus einmal 2
hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0 plus 1 mal 2 hoch minus 1. Beziehungsweise das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen einkürzen. Irgendwas, was 0 ist, 0 mal vorkommt, das brauchen wir gar nicht addieren an der Stelle. Und jetzt würden wir umrechnen, was wäre also das Ergebnis für unseren Wert hier. Einfach das Ganze einmal ausrechnen. Was war das nochmal? Einmal 2 hoch 3 plus einmal 2 hoch 2 plus einmal 2 hoch minus 1. Okay, die Potenzen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich gehe mal beide Sachen durch, was die Frage sein könnte. Erstmal habe ich ja hier am Komma, dass ich da anfange. Ich fange an mit 2 hoch 0. Das heißt, das ist hier meine Potenz, die ich aufschreibe. Dann davor die nächste 2 hoch 1, weil ich immer weiter nach vorne gehe. Das ist dann die, die ich aufschreibe. Nächste Stelle, 2 hoch 1 hatte ich eben, also bin ich bei 2 hoch 2. Dann bin ich an der Stelle hier und die Stelle davor 2 hoch 3 ist das. Und dann muss ich natürlich, okay, das war an der Stelle, gut. Ne? Weil ansonsten muss ich jetzt ja nur noch schauen, 2 hoch 0 ist 1 und dann ist ja im Dualsystem immer mal 2 das Ganze. Das heißt, die nächste Potenz 2 hoch 1 wäre dann ja 2, weil 1 mal 2 ist gleich 2. Nächste Potenz ist dann wieder mal 2. Bin ich also schon bei 4, das wäre dann durch 2 hoch 2, nochmal mal 2, dann bin ich 2 mal 4 ist 8, das wäre 2 hoch 3. Und insofern kann ich das hier zusammen addieren, das ist in dem Fall 8 plus 4 plus 0,5 oder halt eben auch einfach 12,5. Das wäre die Umrechnung an der Stelle. Okay. Das ist das Ganze mit Potenztabellen. Jetzt habt ihr nicht nur mit Potenztabellen das als Aufgabe, sondern das Ganze soll auch mit dem Horner-Schema gemacht werden. Und dafür... Warte mal, du warst hier gerade bei dem Ganzen. Also beim Divisionsrestverfahren muss man halt eben gucken, dass man Dinge unterschiedlich behandelt. Mit eben Vorkomma- und Nachkommastellen, Potenztabellen. Die sind halt fortlaufend. Wichtig ist halt, dass ihr darauf achtet, warte mal, nehmen wir die Zeile da drüber. Wo ist hier quasi mein mal 2 hoch 0? Und dahinter ist halt das Komma, dass ihr das halt nicht vergesst. Aber an sich schreiben wir halt eben nur die ganzen Potenzen auf und dann können wir sie einmal zusammen addieren hier. Das ist ganz angenehm. So, ich komme zurück zum Horner-Schema. Und zwar, das Ganze können wir auch machen mit der 101. Und wie kann ich das denn jetzt hier machen? Ich habe die so, das war die falsche Ebene. So, 10101 ins
Hornerschema oder mit dem Hornerschema umwandeln in eine Dezimalzahl. Okay, was wissen wir über diese 1 hier vorne? Hm? Ja. Achtung, welche Potenz haben wir hier ganz vorne? Das hier ist 0, 1, 2, 3, 4. Immer aufpassen, dass die Potenzen mit 2 hoch 0 anfangen. Aber es ist genau richtig. Wir wissen, welche Potenz dahinter steckt. Also 2 hoch 4. Wir haben hier wieder was mit 2 hoch 4 plus 2 hoch 3 plus 2 hoch 2 Dings, irgendwas plus 2 hoch 1 plus 2 hoch 0. Und genauso, na, da war ja das vorhin mit dem Horner-Schema. Ach so, da habe ich aus Versehen das leider ja ein bisschen gelöscht, den Teil. Aber dass wir halt eben sagen konnten, wir haben hier unsere einzelnen Potenzen und dann können wir halt sagen, das ist halt dann eigentlich, unsere erste Stelle ist ja auch ein 1 mal 10 irgendwas. 10 hoch 2. So, das erste ist einmal 10 hoch 2 gewesen, das zweite mal 10 hoch 1. Das war jetzt halt eine Zahl, die wir zur Basis im Dezimalsystem hatten. Jetzt haben wir das Ganze aber eben mit dem Dualsystem. Und insofern, so glaube ich das hier, insofern können wir also sagen, wir haben hier vorliegen auch ein, wir haben ein 1 mal 2 plus dann irgendwie das nächste und dann müssen wir auch entsprechend klammern und das können wir von vorne nach hinten ablesen. Also was würde ich jetzt, genau, dann würde ich als nächstes sagen, hier die 1 mal 2 plus 0. Und eben wie beim Hornerschema, es geht ja noch weiter, also muss ich hier einmal klammern. Die 0 ist noch nicht die letzte Stelle, also muss die auch nochmal mal 2 kriegen. Plus die Stelle, die danach ist. Plus die 1 hier. Und das ist immer noch nicht die letzte Stelle. Also habe ich hier noch ein plus 0. Immer abwechselnd. Also als erstes mal 2 plus 0. Nicht an der Stelle hier. Jetzt gehe ich noch weiter. Ich habe noch eine, nämlich diese 1. Das heißt, ich muss nochmal das Ganze mal 2 rechnen. Plus meine 1. Und jetzt bin ich hier schon an der letzten Stelle. Und wir erinnern uns, die letzte Stelle, da mache ich nicht noch irgendwie mal 2. Das ist wie mit dem mal 10 gewesen. Ich mache ja auch nicht die letzte Stelle mal 10, sondern die letzte Stelle wird einfach nur entsprechend, wird einfach entsprechend nur addiert. Ja, also ich gehe von vorne nach hinten durch. 1 ist noch nicht die letzte Stelle. Einmal 2 plus 0 und so weiter von vorne nach hinten. Kann das theoretisch natürlich auch von hinten nach vorne schreiben, aber da wir in der Regel von links nach rechts schreiben, ist es, finde ich, halt einfacher, von vorne durchzugehen. Bei einer Kommazahl, das ist eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Können wir uns das irgendwo herleiten? Also ich habe das tatsächlich so noch nicht erlebt, dass wir das Hornerschema mit Kommazahlen anwenden sollten dafür. Tatsächlich müsste ich mir, also ich will euch da jetzt hier nichts Falsches sagen. Bevor ich was Falsches sage, sage ich an der Stelle lieber nichts, weil wir müssen bei den Nachkommastellen natürlich aufpassen. Kommazahlen, Vorkommastellen geht auf jeden Fall so. Bei den Nachkommastellen müssten wir unsere Potenzen ja entsprechend dann auch haben. Ja, die Frage ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich glaube, ich
würde da jetzt nicht drauf eingehen. Vorkommastellen sehe ich halt kein Problem. Nachkommastellen, ich müsste da jetzt echt auch nachgucken. Habe ich aber tatsächlich auch in den Aufgaben bisher nie irgendwie erlebt. Gut. Apropos Aufgaben, wir haben noch so ein paar mehr. das ist. Genau. So, vorhin hatten wir dezimal nach Dual gemacht. Da mussten wir eben, hatte ich ja gesagt, die Komponenten hier, die wir da drin haben, einmal umschreiben, umwandeln. Das Schöne ist, wenn wir von Dual nach Dezimal das machen, dann müssen wir das nicht tun. Da können wir ganz einfach ausmultiplizieren. Das heißt, ich fange an, ich habe einmal 2 plus 0. Das heißt, ich habe im Endeffekt hier 2 in der ersten Klammer. Dann kann ich weiter ausmultiplizieren. 2 mal 2 ist 4 plus 1, das macht 5 in der nächsten Stufe. Fünf mal zwei plus null, da sind wir bei 10. Und 10 mal 2 plus 1, da sind wir bei 20, 21. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Schnelle nicht einen Fehler gemacht habe, dann ist unser Wert hier 21. Die nicht geklammerte. Okay. Wie gesagt, am besten finde ich, kann man das sich halt, also zum einen gibt es natürlich die Definition des Horner-Schemas, wo dann genau gesagt wird, nada. Aber im Endeffekt hängt das ja damit zusammen, dass wir mach das nochmal im Dezimalsystem, dass unsere Potenzen im Dezimalsystem im Prinzip ja in der Reihenfolge bestehen aus 10 mal 10 hoch 2, 10 hoch 1, 10 hoch 0. Aber wenn ich jetzt ganz einfach eine Zahl hätte, 9 mal 10 hoch 2 plus 8 mal 10 hoch 1 plus 7 mal 10 hoch 0, dann heißt das ja auch, ich habe 9 mal 10 hoch 2, das ist also 10 mal 2 ist ja 100, also 900, das ist meine 100er Stelle. 8 mal 10 hoch 1, das wäre 8 mal ist 80, das ist meine 10er Stelle. Und 7 mal 10 hoch 0 ist also 7 mal 1. Und da habe ich dann nichts weiteres. Wenn ich hiermit noch multiplizieren würde an der Stelle und sagen würde, oh, meinen letzten Wert, den ich hier habe, meine 7, den multipliziere ich nochmal mit 10, dann bin ich plötzlich bei 70. Also es liegt einfach daran, dass diese letzte Stelle, ja, da gibt es die Basis, mit der multipliziert wird, aber im Endeffekt fällt die Basis ja weg, weil das ein hoch 0 ist und hoch 0 immer 1 ist. Das heißt, für die letzte Zahl, ist die Basis irrelevant in der Multiplikation. So, und ich hätte jetzt ja genau diese Zahl, die 987, hätte ich deswegen ja auch schreiben können. Das wäre dann 9 mal 10 plus 8. Ne, so, und da hatte ich gesagt, wir sind noch nicht an der letzten Ziffer. Das heißt, wir multiplizieren das Ganze mal 10 plus das dahinter. Jetzt sind wir an der letzten Ziffer. Die letzte Ziffer wird nicht nochmal multipliziert, weil ich sonst plötzlich zu meiner 7 wieder die Basis dazu kriegen würde. Und dann würde ich nicht 7 haben als Ergebnis, sondern ich würde 70 haben als Ergebnis. Umgekehrt habe ich hier die 10 mal 8. Einmal 8 mal 10 wird genommen. Das ist genau das hier, meine 80. Und hier vorne, die 9 mal 10, wird ja nochmal mit der 10 hier hinten multipliziert. Also dadurch eben 9 mal 10 mal 10. 9 mal 10 hoch 2, meine 900. Und genauso wie das hier im Dezimalsystem ist, so hat das dann auch mit dem Dualsystem das zu tun. Gerne. Ist auch voll in Ordnung, wenn das mit dem Horner-Schema erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Das ist üblich. Kennen wir halt normal nicht, nutzen wir normal nicht.
Gut, aber das heißt, wir haben es hier berechnet. Genau, das ist auch schon alles, was wir brauchen an der Stelle. Gut, das heißt, damit könnt ihr vorgehen, Dualsystem ins Dezimalsystem umzuwandeln. Mithilfe des Horner-Schemas. Dann wäre die nächste Aufgabe die Umwandlung einer Hexadezimalzahl. Und ich habe aus irgendeinem Grund Oktalzahl geschrieben. Es soll Hexadezimalzahl heißen. Lasst euch davon nicht irritieren. Wir haben eine Hexadezimalzahl und die soll ins Dezimalsystem gewandelt werden. Es ist netterweise nicht groß irgendwie was vorgegeben und insofern kann man das nehmen, was vielleicht am einfachsten einem vorkommt. Was könnte man jetzt also machen, um dieses den Hexadezimalwert ins Dezimalsystem zu wandeln? Genau, das ist eine 1 vorwendig. Ich schieb's ein bisschen rein. Genau. Genau. Im Endeffekt kann man da ganz einfach die Potenzen runterschreiben. Wir fangen an, wie du schon richtig gesagt hast, 1 mal 16 hoch 2, denn wir haben ja 0, 1 und 2 plus f mal 16 hoch 1 plus 2 mal 16 hoch 0 wäre das und dann haben wir nochmal plus 3 mal 16 hoch minus 1 und du hast auch schon richtig gesagt, wir müssen mit dem Komma eben schauen. Wir haben hier 16 hoch 0, das heißt hier zwischen ist unser Komma dann im Endeffekt nachher. Oder gerade jetzt. Da wir Potenzen gleich ausrechnen und dann addieren, das Ganze wird das Komma sich automatisch ergeben. Aber prinzipiell ist unser Komma an der Stelle quasi repräsentiert. Genau, wir addieren das Ganze. 1 mal 16 hoch 2. Das müssten, glaube ich, 256 sein. F mal 16. Welcher Wert war F nochmal in Dezimal? Na, Achtung. F ist 15. Ne, der höchste Wert, der im Hexadezimalsystem dargestellt werden kann. Hexadezimalsystem, 4 Bits. Wir können, wenn wir hochzählen, kommen wir nur bis 15. Beziehungsweise man kann sich ja halt auch merken, wenn ich ein Zahlensystem zu einer gewissen Basis habe, dann kann ich immer nur bis zu Basis minus 1 darstellen. Also Hexadezimalsystem, Basis, ja, sind die 16 ist zwar die Basis, aber ich kann halt nur bis 15 darstellen mit dem F. Oktalsystem, Basis 8, aber ich kann nur bis 7 darstellen. Dezimalsystem, Basis 10, aber ich kann ja nur bis 9 darstellen. Alles andere ist dann immer schon die nächste Stelle. Also F ist deswegen 15 und 15 mal 16 müssten 240 sein. 2 mal 16 hoch 0 ist also 2 mal 1, haben wir noch 2 dazu und 3 mal 16 hoch minus 1. Welcher Wert ist 16 hoch minus 1?
Richtig, genau. Also das ist ein guter Hinweis, dass das ja eigentlich ein Sechzehntel ist in der Nachkommastelle. Und dann können wir auf der ersten einfach das Ganze als 3/16 dann nehmen. Und 1/16 ist 0,0625. Und 3/16 wären dann 0,1875 dann halt, also 3 mal 0,625, 0,0625. Gut. Wir haben dann das Ganze, wenn man das zusammenrechnet, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 498,1875. Okay, das ist eigentlich auch schon alles an der Stelle. Theoretisch hätte man natürlich auch noch ein anderes nehmen können, oder was heißt theoretisch? Ja, eine formale Frage bitte. Vier, 498 3/16 wäre jetzt nicht wirklich eine ausgerechnete Zahl. Also gerade weil es halt auch, also ja, es geht um den dezimalen Wert und das ist de facto ist es das Gleiche, aber es ist nicht wirklich zu Ende ausgerechnet an der Stelle, sondern es ist irgendwie so eine ein komischer Zwischenstep. Es wird schon erwartet, dass ihr den ausrechnet. Ich sag da jetzt lieber nicht ja, weil wahrscheinlich gibt es genau die Beispiele nein und merkt euch halt eher das, was so aussieht, als ob man es noch zu Ende ausrechnen kann, dass das häufig genug dann doch nochmal ausgerechnet werden sollte, außer es sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Ich weiß, dass Brüche wie 1/16 oder wie was wäre das nächste? Ein 256. müsste dann ja das nächste sein, nicht unbedingt eingängig sind. Man kann zwar notfalls auch da in der Nebenrechnung das einmal schnell schriftlich runterrechnen oder ihr versucht euch zumindest 16 hoch minus 1, 16 hoch minus 2 zu merken, was das für ein Wert ist. Das macht es im Zweifel einfacher für die Klausur, weil ich glaube, für alles andere braucht ihr es dann auch eher nicht. Und weil die Frage wahrscheinlich als nächstes käme, ich weiß nicht, wie weit das schon irgendwie im organisatorischen Teil von Herrn Meder noch mit dabei war. In der Regel sind, was heißt in der Regel, es sind keine Taschenrechner in den Klausuren erlaubt. Dafür sind die Aufgaben aber auch so gestellt, dass man sie eigentlich gut auch im Kopf oder mit eventuell schriftlichen Rechnungen machen kann, ohne dass man da ewig viel Zeit verbraucht. Sollte es einen bestimmten komischen Bruch oder eine bestimmte Wurzel geben, die sehr schwierig auszurechnen wäre, kann es sein, dass man einen Angabewert kriegt, was das wäre, wenn man das zufällig errechnet. Oder es gibt dann immer noch die Möglichkeit, dazu kommen wir bestimmt irgendwie auch nochmal im Laufe des Semesters, dass man manche Sachen dann grob abschätzt im Ergebnis. Das gilt jetzt nicht für das hier, weil das kann man noch ausrechnen, aber es gibt da zwei, drei Formeln, die wir bestimmt noch kriegen, wo man dann ein bisschen das abschätzt, was das Ergebnis sein kann. Gut, dann haben wir das auch an der Stelle und wir kommen zu 3, 4. Das sollten wir relativ schnell eigentlich durchkriegen können, weil wir das meiste schon gemacht haben. Einfach nur, dass wir das uns einmal nochmal bewusst angeguckt haben. Wir Da ist eigentlich ein Unterstrich. Den Unterstrich scheint er nicht darzustellen. Das ist natürlich. Jetzt hat er ihn. Okay. Wir haben zwei Zahlen, 11 und 5 im Dezimalsystem. Das Ganze soll addiert werden in Dual, Oktal und Hex. Und ich nehme jetzt einfach mal Vorschläge an, wie man da mit vorgehen würde. Was würde ich jetzt als erstes machen? Das ist eine gute Sache, genau richtig. Wir können erstmal gucken, die Zahlen, die wir haben, was ist das eigentlich?
finde das faszinierend, dass der Unterstrich nicht genommen wird. Na gut. Öfter was Neues. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Können also das einmal umrechnen. 11 im Dezimalsystem ist welcher Wert im Dualsystem? Ja, genau, das ist 1011. Welcher Wert ist das im Oktalsystem? Genau, das ist 1,3. Das können wir sogar hier aus dem Dualen relativ schnell wieder ablesen, weil wir können hier in Dreiergruppen das teilen. Also 1,3 Oktal und Hexadezimal wäre welcher Wert? Das wäre das B. Genau. Gut, 5 ist eher weniger spannend. Also 5 in Dual sind wir bei 101. Entsprechend auch in Oktal und in Hexadezimal. Ja, und dann rechnen wir mal. Wir haben das Dualsystem. Das haben wir vorhin schon ein paar Mal gemacht. Wir haben 1011 plus unsere 101. Das heißt, wir fangen von hinten an, gehen nach vorne durch. Ich glaube, wir brauchen den Übertrag an der Stelle auch. So, wir haben hinten 1, 1. Das heißt, wir haben einen Übertrag von 1 und wir haben unten den Wert 0. 1 plus 0 ist 1 mit Übertrag von 1. Das heißt, wir kriegen wieder einen Übertrag von 1 und behalten einen Wert von 0. 0 plus 1 mit Übertrag von 1 ergibt uns einen nächsten Übertrag von 1. Und wir behalten den Wert 0 unten. Und wir haben hier die 1 plus die 1 ergibt einen Übertrag von 1 und die 0. Und das heißt, am Ende haben wir den Wert 1, 0, 0, 0, 0. Ich habe gerade mal etwas anders getrennt, weil er das so ein bisschen verschiebt in den Rechnungen. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Das ist also Dualsystem. Das hatten wir ein paar Mal durchgespielt. So, dann gucken wir uns also mal Oktalsystem an. Worauf müssen wir denn beim Oktalsystem jetzt achten? Was ist der Unterschied zu beispielsweise dem Dualsystem oder auch dem Dezimalsystem? Genau richtig. Also es geht ja nur bis 7 insgesamt. Das heißt, wenn wir über 7 sind, müssen wir einen Übertrag notieren oder halt je weiter wir über 7 sind, gegebenenfalls auch mehrere Überträge. Wobei, da müssten wir schon, wir haben nur zwei Zahlen, da kriegen wir das eigentlich nicht so zusammen. Also wir haben 1, 3 plus 5. Okay, ist jetzt nicht sehr spannend. Wir haben in dem Fall tatsächlich keinen Übertrag. Nein, halt. Wir haben einen Übertrag. So. Wir haben 3 plus 5 ergibt 8, also genau das, was eben gesagt wurde. Wir haben einen Übertrag von 1, den wir uns notieren. Und wie viel habe ich dann jetzt noch über? Das ist das Letzte, was ich habe. Nee.
Ist richtig. Ist richtig, genau. Also ich habe jetzt eben, ich habe 8 errechnet. Das heißt, ich kriege einen Übertrag von 1 mit dem Rest von 0. Das ist genauso wie wenn ich halt, aber im Hexadezimalsystem kann man schlecht vergleichen. Aber wenn ich quasi im Dualsystem 1 und 1 ja dazu nehme und dann damit eine 2 berechne, das ist ja der erste Schritt, wo ich dann den Übertrag kriegen kann. Bis 7 konnte ich darstellen, ein mehr, ich kriege meinen Übertrag, dann habe ich aber auch nichts mehr über, weil ich alles für den Übertrag verbrauche. Hätte ich jetzt nicht 8 gehabt, sondern 9, dann hätte ich meine 8 für den Übertrag genommen und ich hätte eine 1 über gehabt. Soweit also richtig und wir haben auf der Stelle davor, haben wir den Übertrag von 1 plus die 1, die von oben kommt. Das heißt, unser Ergebnis im Oktalsystem ist 2,0 an der Stelle. Okay, Hexadezimal. Überträge im Oktaltalsystem wäre dann relativ äquivalent zu dem, was wir im Dualsystem kennen. Also wenn wir jetzt einen größeren Übertrag gehabt hätten, hättest du dann theoretisch natürlich auch einen Übertrag von 2 da reinschreiben können. Übertrag von 8 wäre wiederum komisch, weil das kennen wir ja eigentlich im Oktalsystem nicht. Ja, ich erinnere daran, im Dualsystem tragen wir auch als Überträge nur Einsen und Nullen ein, gegebenenfalls halt mehrere Zeilen oder Spalten von Einsen und Nullen. So, Hexadezimal, das war ein B. Plus die 5. Welches Ergebnis kommt da denn raus? Ich verrate mal so viel, wir haben einen Übertrag. Okay, 11 plus 5, so kann man es natürlich auch schnell im Kopf machen. Das heißt, man würde sagen, ich habe insgesamt 11 plus 5 sind 16. Ist also genau das, was ich erfüllt haben brauche für das Hexadezimalsystem, um auf die nächste Stelle kommen zu können. Und hätte damit eine 1 im nächsten. Meine 16 habe ich verbraucht und damit habe ich eine 0 am Ende. Wenn mir das, wenn ich irgendwelche anderen Zahlen habe oder ich da irgendwie in der Richtung nicht denken kann, kann man natürlich auch immer überlegen, wie viel brauche ich noch, um das hier aufzufüllen. Also ich habe B. Wenn ich 1 hinzutue, dann habe ich C. Wenn ich 2 hinzutue, dann D. Wenn ich 3 hintue, E. 4 dazu bin ich bei F. Und 5 dazu, dann bin ich bei dem nächsten nach F, also dem Übertrag 1 plus die 0 am Ende. Und das heißt natürlich, dass ich dann 1, 0 dann hier, also die 1 davor habe. Gut, zur Probe kann man das Ganze auch nochmal mit dem Dezimalsystem sich natürlich angucken. Zu schauen, ob das irgendwie sinnvoll aussieht. Ich glaube aber nicht, dass ich mit euch 11 plus 5 im Dezimalsystem noch addieren muss. Gefordert ist ja auch in der Aufgabe nur, addieren Sie in Dual, Oktal und Hexadezimalsystem. Gut, sollte dann damit für euch möglich sein. Und mal ein bisschen blättern. Wir kommen zu einer sehr spannenden Aufgabe. Ach, die Multiplikation, die habe ich fast vergessen. Wir haben vorhin schon multipliziert in dem Ganzen. Ich hoffe, ist das für euch okay, wenn wir es überspringen, weil wir hatten vorhin im Rahmen des Horner-Schemas Multiplikation schon gemacht. Okay. Genau. Ihr habt ja eh noch zu Hause Übungssachen. Ich würde nämlich gerne auf die letzte Aufgabe noch kommen. Auch so ein typischer Klassiker. Und zwar etwas, was man auch schnell falsch verstehen kann. Insofern ganz wichtig einmal, dass wir da uns das angucken. Darstellung negativer Zahlen. Und es geht darum,
ihr habt Bitmuster vorgegeben. Ja, also die Bitmuster, zum Beispiel halt eben dieses 5 mal die 0, 3 mal die 1. Und es geht darum, das müsst ihr euch so vorstellen, wir gucken mit einer Lupe rein in den Speicher des Computers. Wir gucken an eine Stelle in den Speicher rein. Wir wissen nichts über diese Speicherstelle, außer dass dort Zahlen abgespeichert werden. Wir wissen aber nicht, wie genau das Programm, was die Zahlen abgespeichert hat, wie es diese Zahlen, auf welche Art und Weise es abgespeichert hat. Und wir gucken jetzt quasi, okay, was könnten da für Zahlen hinterstecken? Ja, das ist also wichtig fürs Verständnis dieser Aufgabe. Es geht darum, es gibt quasi Zahlen, die irgendwo beispielsweise im Speicher sind. Es ist eine 8-Bit-Kette. Und was könnte es sein, was dahinter steckt? Das werde ich wahrscheinlich beim Thema Einer-, Zweier-Komplement nochmal wiederholen, denn sonst wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, wir gucken uns an als erstes, wir haben ein 8-Bit-Muster und es könnte sein eine Ganzzahl im Dualsystem. Ja, also eine Ganzzahl heißt wirklich, es wird einfach eine Zahl dargestellt, die ist jetzt hier im Dualsystem. Welche Zahl könnte dann also dahinter stecken? Das wäre dann einfach die 7, genau. Weil da rechnen wir, Ganzzahl im Dualsystem, rechnen wir einfach um die 8 Bits, die wir haben in diesem Bitmuster. So. Jetzt kommt aber jemand und sagt, na, es könnten aber auch Betrag und Vorzeichen an dieser Stelle abgespeichert worden sein. Was würde das dann jetzt heißen für unsere Zahl? Genau, es wäre immer noch die 7. Das erste Bit geht fürs Vorzeichen drauf. In dem Fall haben wir 0 als erstes Bit. 0 heißt, dass, oder man sagt auch, das Vorzeichen-Bit ist nicht gesetzt. 0 als Vorzeichen ist positiv. Das heißt, wir haben plus 7. So, dann die dritte Möglichkeit. Es könnte sein, dass in Excess minus 127 Codierung das Ganze geschrieben wurde. Ja, was bedeutet, dass es nicht gesetzt ist? Okay, man sagt, wenn man eine Bit-Kette hat und dann gibt es ja Nullen oder Einsen. Und wenn eine Eins ist, dann kann man sagen, dass die Stelle gesetzt ist. Das hat so ein bisschen was mit zu tun mit der Strom läuft an der Stelle, so ein bisschen wo das herkommt. Aber ich schreibe das andere nochmal kurz dazu. Erste Stelle steht für das Vorzeichen, 0 gleich positiv, 1 gleich negativ. Und für uns ist es halt eben positiv an der Stelle. Gut, Excess 127-Codierung. Habt ihr mal davon gehört, was das denn ist? Müsste ja eigentlich auch irgendwie im Teil der Vorlesung schon dran gewesen sein. Ich sehe auf jeden Fall schon entsprechend richtige Berechnungen, genau. Im Endeffekt ist das ein Offset. Also werden Werte mit einem Offset versehen. Das kann man zum Beispiel machen, weil man sagt, man will irgendwie einen Speicherplatz besser ausnutzen oder weil die Werte eh alle in einem anderen Bereich liegen. Und das Ganze wird dann ausgerechnet. Man hat die Zahl, die man eigentlich hat. Die rechnen wir aus durch, also die Zahl, die abgespeichert ist, das kleine z, wird berechnet durch g, die Ganzzahl oder Groß G, minus dem Offset. Der Offset hier ist minus 127. Das heißt, wir würden hier minus 7 minus 127 rechnen, was den Wert minus 120 ergibt. Und das heißt, unser Ergebnis wäre minus 120 an der Stelle. Ja, also
Wenn da steht Access minus 127 Codierung und ihr wollt ausrechnen, welche Zahl das ist, dann braucht ihr die Ganzzahl minus 127 und könnt das entsprechend dann eintragen. Genau, achtet darauf. Ich habe es auch schon erlebt, dass manchmal die Access minus 128 Codierung genommen wurde. Nur falls irgendwie, keine Ahnung, in der Klausur oder sowas kommt, guckt auf jeden Fall, welche das ist und schreibt nicht einfach ad hoc minus 127 rein. Wenn es die Access minus 128 Codierung wäre, dann heißt es auch nichts anderes, als dass das dann eben der Offset von minus 128 ist. Theoretisch könnte es ja auch ein Access minus 99 Codierung geben, obwohl ich davon wirklich nie gehört habe. So, vierte Möglichkeit. Wir haben unser Bitmuster und wir wissen, das Ganze ist eine Zahl, die wird im Zweifel im Rahmen des Einerkomplements dargestellt. Jetzt müssen wir uns dafür dann nochmal überlegen, wie war das eigentlich, wofür werden Komplemente benutzt? Es gibt eine Sache, warum man sagt, dass man Komplemente in der, bei Computern nutzt, weil das etwas einfacher macht. Wofür? Nochmal bitte. Nee, ich will auf was anderes hinaus. Genau, es geht darum, wenn man eine Subtraktion macht, dann braucht man halt bestimmte Hardware, die das kann. Und wenn man stattdessen halt eine Addition macht, dann ist das Rechnen angenehmer. Ich will da gar nicht auf die Details hier raus. Grundsätzlich heißt es aber, dass wir, wenn wir Zahlen haben, die hier als Bitmuster dargestellt sind und wir wissen, der Teil, da sind Sachen, sind Zahlen drin, wo es darum geht, dass die in einer Einerkomplementdarstellung sind, dann gucken wir halt darauf, Sachen, die subtrahiert werden, irgendwas Negatives. Es geht halt darum, haben wir negative Zahlen vorliegen und gegebenenfalls negative Zahlen halt besser darzustellen, dass die dann entsprechend berechnet werden können. Und an der Stelle ist es so, dadurch, dass wir diese Reihenfolge auch schon haben, wir wissen, wir haben uns erstmal angeguckt, wir haben uns Zahl, Betrag und Vorzeichen angeguckt. Wir haben eine positive Zahl hier vorliegen. Das können wir auch anhand der ersten Stelle dann so mitsehen. Das heißt, wir haben hier gar nicht mit der Speicherung von einer negativen Zahl zu tun an der Stelle. Und das Schöne ist, dass wir dadurch an der Stelle das ignorieren können, dass da steht Einerkomplement, Zweierkomplement, denn wir wissen, es ist keine negative Zahl. Und damit dürfen wir welche Zahlen nehmen? Was meint ihr, welche können wir dafür dann jetzt nehmen und eintragen? Genau, wir dürfen hier direkt die 7 nehmen, also das, was wir auch aus unserem Betrag und Vorzeichen haben. Und das gleiche gilt auch vom Zweierkomplement. Ja, also deswegen ganz wichtig, was ich sagte, wir gucken mit der Lupe drauf auf eine Stelle, wir haben Bitmuster, wir gucken, versuchen nur zu gucken, wir wissen, was da irgendwie hinterstecken kann und wir gehen jetzt davon aus, okay, da sind Zahlen, die stehen, wenn sie da drin stehen. Das Programm, was sie abgespeichert hat, hat halt eben danach geguckt, okay, brauche ich hier Einerkomplement oder nicht? Bei einer positiven Zahl brauche ich es nicht. Woran erkenne ich das? Ich sehe es an der Null hier vorne und darf deswegen einfach ganz normal meine normale Zahl nehmen, also die 7 an der Stelle. Das wird jetzt. Gibt es an der Stelle nicht? Weil wir in beiden Fällen, wir haben hier, wie gesagt, mit einer positiven Zahl zu tun und insofern macht das da keinen Unterschied, weil das nicht wirklich da angewandt wird. So kann man es grob kürzen.
Spannender wird das zweite Beispiel, dann wird das vielleicht ein bisschen deutlicher, weil da ist es nämlich auch wichtig und kommt zum Tragen. Unsere zweite Zahl besteht aus 6 Einsen und 2 Nullen. Und auch hier heißt es wieder, wir sollen anfangen als erstes die Ganzzahl im Dualsystem. Achtung, es heißt Ganzzahl im Dualsystem. Das heißt, wir kennen hier nichts von Betrag, Vorzeichen oder ähnlichem. Das ist die zweite Sache. Wir gucken uns wirklich als Ganzzahl das an. Das heißt, es ist einfach eine ganze Zahl, die dual dargestellt wurde. Und in dem Fall müssen wir halt einmal durchgehen. Ne, von 2 hoch 7 bis 2 hoch 0. Was haben wir? Das zusammenaddieren oder eben umwandeln schnell. Und das ist ich sehe, ich habe mich verschrieben. Genau, also im Moment ist das die 252, ich wollte aber die 253 haben. Entschuldigung. Gut, weil sonst muss ich eventuell aufpassen und dann komme ich nachher selber durcheinander bei meinen anderen Beispielen. So, dann haben wir das, also Ganzzahl Dualsystem einfach komplett umwandeln, die alle 8 Bit. Dann Betrag und Vorzeichen. Was wäre das jetzt für ein Wert? Ah, fast. Also Minus soweit richtig, weil wir haben hier das erste Bit. Das steht bei uns jetzt dafür, dass wir eine negative Zahl haben. Aber wir müssen halt eben gucken. Wir haben Betrag und Vorzeichen. Also das erste Bit, die erste Zahl, die 1 hier, die fällt weg dafür, dass das Vorzeichen dargestellt wird bei Betrag und Vorzeichen. Das heißt, die Zahl selber wird nur noch über die 7 Bit dahinter dargestellt. Und das sind dann insgesamt die 125. Also das heißt, unsere Zahl hier ist jetzt minus 125. Hier oben hatten wir eine 0 als Vorzeichen und die 7 Bit dahinter, das waren halt zufällig nur dreimal die 1 am Ende. Hier sind es ein paar mehr, aber wir gucken halt auch nur die 7 an der Stelle. Das nächste ist dann die Exzess-127-Kodierung. Was wäre das für ein Wert und wie berechne ich den? Genau, also es ist die Ganzzahl minus dem Offset. Ganzzahl ist 253 minus Offset minus 127. Das heißt, ich komme auf 126. Betrag und Vorzeichen. Genau, wie gesagt, das erste Bit ist nur dafür da, ob es eine positive oder eine negative Zahl ist. Ist dann eine 0, ist es positiv, ist es eine 1, ist es negativ. Und dann nimmst du die 7 Bit dahinter und die einfach die Dualzahl umwandeln in eine Dezimalzahl. So, jetzt sind wir beim Einerkomplement angekommen. Also, wir haben unser Bitmuster. Wir gucken mit der Lupe rein. Wir sehen, wir finden dieses Bitmuster und wir sehen, wir haben eine 1 vorne. Das ist für uns der Hinweis, dass wir hier eine negative Zahl vorliegen haben. Und um aus dem Bitmuster dann herauszufinden, welche Zahl da eigentlich hintersteckt, da müssten wir jetzt an dieser Stelle dann das Einerkomplement bilden. Ja, also wir haben hier eine 1,
die uns so den Hinweis gibt, das ist irgendwie nicht eine normale Zahl, sondern es ist eine Zahl, die uns im Einerkomplement vorliegt. Wir würden von dem Ganzen das Einerkomplement bilden und damit ausrechnen, welcher Dezimalwert da eigentlich hinterliegt. Wie bilde ich denn das Einerkomplement? Richtig, genau. Wir sagen auch invertieren dazu. Also alles, was eine 0 ist, wird zu einer 1. Was eine 1 wird, wird zu einer 0. Wir haben 1 wird zu einer 0, 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 0 wird zu einer 1 und 1 wird zu einer 0. Das wäre das reine Invertieren der Zahl. Und wir müssen dann natürlich das Ganze noch in Dezimal wandeln. Das wäre die 2. Das heißt, unsere Zahl am Ende hier wäre dann die 2. Ja, hier oben nochmal wieder zur Erinnerung. Wir hatten hier mit 0 vorne als Hinweis für uns, dass wir eine positive Zahl vorliegen haben. Das heißt, da haben wir ganz normal die entsprechende Zahl genommen, die wir vorher berechnet hatten, die 7. Hier haben wir eine 1 vorne liegen, das gibt uns den Hinweis, dass da eine negative Zahl abgespeichert ist. Das heißt, wir bilden das Einerkomplement, invertieren dafür 0 wird zu 1, 1 wird zu einer 0, wandeln das in Dezimal. Und das Ergebnis ist natürlich nicht 2, sondern wir hatten gesagt, es ist eine negative Zahl. Das heißt, wir haben minus 2 vorliegen. Okay, Zweierkomplement. Nach dem gleichen Gedankengang müssen wir auch hier gucken. Wir haben den Hinweis für uns. Das ist ein bisschen blöd natürlich runtergebrochen, aber es ist so, wo ihr das am besten erkennen könnt. Wir haben eine 1 vorne liegen. Wir haben eine negative Zahl vorliegen. Wir wissen, dass an dieser Stelle Zahlen, wenn sie negativ sind, dann dass das im Zweierkomplement vorliegt. Und jetzt müssen wir das Zweierkomplement bilden. Wie bilden wir denn das Zweierkomplement? Genau, ich sehe schon, ist richtig. Wir invertieren und dann addieren wir noch eine 1 dazu. Also, man sagt auch dazu, wir bilden das Einerkomplement und wir addieren eine 1 auf der letzten Stelle. Das Einerkomplement hatten wir schon. Das war die 6 mal die 0, 1, 0. Wir addieren eine 1 auf der letzten Stelle, da wir ein 8-Bit langes Bitmuster haben. Wenn wir es ganz deutlich machen wollen, die letzte Stelle ist dann hier ganz rechts die 1 drauf. Und das Ganze, das brauche ich auch nicht untereinander schreiben, das sehen wir auch so. Daraus kommt dann entsprechend eine 1 mit kommen 6 Nullen und 2 mal die 1, beziehungsweise das ist dann der Wert in Dezimal 3. Und auch hier gilt wieder nicht das Minus vergessen. Wir haben minus 3 vorliegen an der Stelle. Okay, also Zweierkomplement. Wir bilden das Einerkomplement, was durch Invertieren passiert. Und wir addieren an der letzten Stelle eine 1. Warum ich so sehr darauf rumreite, dass es die letzte Stelle ist, das werden wir wahrscheinlich irgendwie in, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4 Übungsblättern nochmal durchgehen.
Ihr könnt prinzipiell da auch die 1 einfach nur so schreiben. Es macht an der Stelle keinen Unterschied. Ich quasi kurzer Sneak Peek, wenn wir mit Kommazahlen und Komplementen rechnen, müssen wir halt eben etwas aufpassen. Und da ist es ganz besonders wichtig, immer daran zu denken, dass es auf der letzten Stelle ist. Aber das ist für heute noch nicht wichtig. Ihr habt ganz normale Zahl. Wie gesagt, im Endeffekt, wenn ihr an die Aufgabe geht, es geht darum, nicht irgendwie. Ja, also es geht darum, wirklich zu gucken. Wir gucken mit der Lupe rein und dann versuchen wir zu schauen, mit dem, was wir wissen, was es sein könnte, was könnte jeweils hinterstecken. Wichtig für euch ist eigentlich immer, was ist ganz vorne, 0 oder 1. Das macht halt eine Menge Unterschied aus, wie ihr damit weiter vorgeht. Und ansonsten achtet halt darauf, auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Arten, wie ihr das interpretieren könnt. Von der Lösung her, ich glaube, ihr müsst gar nicht die ganzen Rechnungen, die ich hier jetzt auch noch dann habe, alle einzeln reinschreiben, sondern im Endeffekt muss jeweils nur das Ergebnis eingetragen werden. Zumindest nach dem, was ich mitbekommen habe, was da eigentlich gedacht ist. Aber ihr könnt natürlich gerne ein bisschen was dazu schreiben, was ihr euch gedacht habt. Ja. Dann haben wir es. Ich bitte um Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Danke für, ja, ich weiß nicht, sind noch Fragen offen an der Stelle? Sollte ich vielleicht als erstes einmal ganz schnell fragen. Ansonsten, genau, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr so mitgemacht habt. Und wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ich habe euch gesagt, ich mache es auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, durch, wenn ich keine anderen Termine danach habe, damit ihr möglichst vorbereitet seid. Ich wünsche euch eine schöne Woche, erfolgreiches Übungsblatt bearbeiten und überhaupt erfolgreiche Wochen mit allem anderen.